In Deutschland wird das Cannabis sogar von den Krankenkassen bezahlt. Aber das funktioniert eben nicht überall. Die Patienten in Deutschland bekommen nicht einfach ein Rezept für Cannabis, sondern sie kriegen eine spezielle Sorte verschrieben. Wenn die Sorte nicht da ist, kriegen sie die nicht. Das Lizenzverfahren für Deutschland ist komplett in die Tonne geschmissen worden. Wer profitiert also nach einem Jahr Cannabis-Medizingesetz in Deutschland? Well, good morning. Anybody here not understanding German? Probably. So please put your headphones on. I'm going to do this in German. Could do English too, but 45 minutes and complicated issues is more fun for me and for you to do it in German. All right. I see that works. Well, so, then, Deutsch. Also, dann heiße ich euch willkommen auf dem zweitgrößten Markt weltweit für medizinisches Cannabis in Deutschland. Mit 80 Millionen Einwohnern und potenziellen Patienten ist es zumindest in der Theorie so. Damit sind wir von den Staaten, die Cannabis als Medizin legalisiert haben, tatsächlich nach den USA der zweitgrößte. Aber eben theoretisch, natürlich faktisch, praktisch gesehen, gibt es noch viel größere Märkte, die schon länger aktiv sind. Kanada allem voran natürlich. Die sind zurzeit faktisch noch größer, keine Frage. Aber es gibt eine steile Kurve nach oben in Deutschland beim Cannabis als Medizin, bei der Zahl der Patienten, die davon profitieren. Wir haben jetzt weit über 20.000 Patienten in Deutschland, die Hanfblüten oder andere Medikamente auf Cannabisbasis erhalten. Womöglich sind es sogar über 30.000. Eine erstaunliche Spanne in dieser Angabe. Ich komme da nachher nochmal genauer dazu. Das ist ein bisschen schwierig mit der Faktenlage. Aber sehr wahrscheinlich kann ich wohl sagen, dass wir Ende des Jahres 2018 mehr Patienten schon haben werden als Israel zum Beispiel, wo das natürlich schon seit Jahrzehnten praktiziert wird. Wir haben Einfuhrgenehmigungen in Deutschland für über 11 Tonnen Cannabisblüten gehabt im letzten Jahr. Auch eine schöne Zahl, eine relativ große Zahl, auch dazu später noch mal ein bisschen mehr. Das sind aber nicht die ganz großen Zahlen bisher, die wir in Nordamerika sehen. Grob gerechnet kann man wohl sagen, 1% der Bevölkerung ungefähr kann von Cannabis als Medizin profitieren. Das kann man sich so ungefähr ableiten, wenn man in die USA schaut, in ältere Märkte, wo das gut ausgebaut ist. 1% wären in Deutschland ungefähr 800.000 Patienten. Wenn wir jetzt also von 20.000 ausgehen, haben wir noch ein Potenzial, den Markt zu verzwanzigfachen, den wir jetzt haben. Geht es also schnell vorwärts oder langsam? Das ist eine interessante Frage. Letztes Jahr hat noch jemand zu mir gesagt, ja, wir haben doch Ende des Jahres 800.000 Patienten. Ich sage, nee, ganz so schnell wird es nicht gehen. Aber es geht voran. Man kann aber auf jeden Fall sagen, es gibt eine Menge Probleme, die die Entwicklung ausbremsen. Und da will ich jetzt mal genauer drauf eingehen. Das Erste, was wir immer wieder hören, die Leute haben ein Problem, überhaupt einen Arzt zu finden, der bereit ist, ihnen Cannabis zu verschreiben. Das hat viele Gründe. Einmal, was man annehmen kann, dass die Ärzte immer noch recht konservativ eingestellt sind. Die Ärzte halten Cannabis häufig immer noch für eine böse, illegale Droge. Und sie sehen da quasi so einen Junkie vor sich, der jetzt ihre böse Droge auch noch auf Kosten der Krankenkasse abgreifen will und machen dann dicht. Wir hören dann Sachen wie, dass die Ärzte dann sagen, ja, nehmen Sie lieber Opiate gegen Ihre Schmerzen, nehmen Sie lieber Ritalin gegen Ihr ADHS, Cannabis ist furchtbar gefährlich. Ein Patient hat gerade vor kurzem sogar noch gesagt, der Arzt hat gesagt, er soll lieber Alkohol trinken gegen seine Beschwerden als Cannabis nehmen. Also da sind schon noch sehr kompetente Ärzte da draußen unterwegs. Aber es gibt auch neben diesen ideologischen Scheuklappen viele handfeste Schwierigkeiten, mit denen Ärzte konfrontiert sind, wenn sie Cannabis verschreiben wollen. Und
Das muss man wohl durchaus ernst nehmen. Erstmal haben die Ärzte einen hohen Rechercheaufwand. Wenn die zum ersten Mal Cannabis verschreiben wollen, müssen die erstmal gucken, wie geht es überhaupt mit der Cannabis-Verschreibung, bei welchen Krankheiten kann ich überhaupt Cannabis verschreiben, wie ist das mit den Bedingungen der Krankenkassen, um Cannabis zu erstatten. Das ist ein großer Rechercheaufwand für die Ärzte, der ihnen nicht erstattet wird. Und da kann man sich schon vorstellen, dass die Versuchung hoch ist, lieber innerhalb einer Minute die üblichen Standardmedikamente zu verschreiben, so wie Trump ein Dekret vielleicht unterschreibt, hier so zack, hast du Ritalin, super Sache, fertig. Ist natürlich viel einfacher für die Ärzte. Außerdem ist für die Ärzte schwierig, dass die Studienlage nicht solide ist. Wie sie das sonst auf dem Arzneimittelmarkt gewohnt sind, wie es üblich ist, wenn eine Firma ein neues Medikament auf den Markt bringen will, sind diese teuren, placebo-kontrollierten Doppelblindstudien immer Verpflichtung und die Ärzte können sich von daher einigermaßen darauf verlassen, dass die Angaben der Hersteller durch solche Studien auch untermauert sind. Dass sie also im Prinzip nur den Beipackzettel lesen müssen und dann wissen sie Bescheid. Und das ist bei Cannabis und anderen natürlichen Heilmitteln grundsätzlich eben nicht so, weil Pflanzen schlecht patentiert werden können und dann diese hohen Forschungskosten nicht über den Preis wieder reingeholt werden können durch die Pharmaunternehmen. Da rächt sich die Tatsache, dass es im Prinzip überhaupt keine öffentliche Pharmaforschung gibt. Also nur die Unternehmen machen Pharmaforschung und nur dann, wenn sie damit Geld verdienen können. Das ist bei Cannabis schwierig und das wiederum führt zu allen möglichen Problemen, unter anderem, dass die Ärzte da sehr zurückhaltend sind, Cannabis zu verschreiben. Was auch schwierig ist, neben dem hohen Rechercheaufwand, ist noch die Frage, welche Sorte Hanfblüten sollen Sie denn überhaupt verschreiben? Wir haben jetzt mittlerweile um die 20 Sorten Hanfblüten in der Apotheke, alle mit unterschiedlichen THC-Werten, CBD-Werten, andere Cannabinoide, Terpenprofile spielen sogar eine Rolle dabei. Und die Ärzte in Deutschland, ja, die beschäftigen sich erstmal so Cannabis, ja oder nein, Cannabis gut oder nicht gut. Aber bei der Frage, welche Sorte setze ich gegen Schlafstörungen ein und welche gegen Regelschmerzen, da sind die noch weit von entfernt. Auch das verunsichert die Ärzte beim Verschreiben von Cannabis, insbesondere beim Verschreiben von Blüten. Oft sind es übrigens die Patienten, die den Ärzten die entsprechenden Informationen mitbringen, die engagierten Patienten, die wirklich sich damit befasst haben, die dann ihren Ärzten erklären, wie das Ganze so geht. Aber das können natürlich nicht alle Patienten machen. Was auch für die Ärzte noch ein Problem ist, sind die Arzneimittelbudgets. Wir haben zwar, also gerade im Ausland ist immer so, wow, in Deutschland wird das Cannabis sogar von den Krankenkassen bezahlt. Ein großartiger Vorteil des deutschen Systems, aber das funktioniert eben nicht überall und durchgehend. Nicht jeder Patient in Deutschland bekommt das von der Kasse bezahlt. Und für die Ärzte ergibt sich das Problem, die haben ein Praxisbudget. Die dürfen pro Patient im Durchschnitt einen bestimmten Wert an Medikamentenausgaben nicht überschreiten. Und die Cannabis-Therapien sind größtenteils recht teuer. Die sind weit über dem Durchschnitt, den der Arzt für so einen Pro-Patient hat. Und wenn er sein Budget überschreitet, dann muss er mit einer Überprüfung durch die Krankenkassen rechnen, dann muss er mit Regressforderungen rechnen. Dann kann es also sogar sein, dass die Krankenkasse Tausende von Euros vom Arzt zurückhaben will. Und auch das lässt die Ärzte zögern, zumindest lässt es sie zögern, viele Patienten mit Cannabis zu behandeln. Auch ein Punkt sind noch die Landesärztekammern, also die Verbände der Ärzte. Auch die raten häufig ihren Ärzten von der Verschreibung von Cannabis ab, immer noch. Zumindest von den Blüten, aber es gibt auch Landesärztekammern, die Cannabis als Medizin grundsätzlich ablehnen. So viel zum Thema Ärzte. Patienten finden keinen Arzt. Wir haben Leute, die rufen an und sagen, ich habe alle Ärzte in meiner Stadt durchprobiert, habe die gefragt, ob sie Cannabis verschreiben und alle haben Nein gesagt. Das bremst natürlich die Entwicklung enorm aus. Jetzt komme ich zu den Krankenkassen. Ich habe schon gesagt, das ist nicht so, dass jeder Cannabispatient in Deutschland die Erstattung durch die Kassen bekommt. Obwohl, als das Gesetz eingeführt wurde, hat die Politik gesagt, es soll im Ermessen des Arztes und des Patienten liegen, ob jemand mit Cannabis therapiert wird. Faktisch entscheiden die Krankenkassen darüber, in vielen Fällen zumindest, ob jemand Cannabis bekommt oder nicht, zumindest bei denen, die sich nicht leisten können, selbst zu bezahlen. Man muss
für die Erstattung durch die Krankenkasse eine schwerwiegende Erkrankung haben und man muss mit anderen Medikamenten austherapiert sein. Wer also Schmerzen hat, muss vorher Opiate genommen haben und so weiter. Wer andere schwerwiegende Erkrankungen hat, muss erst alle Standardmedikamente durchprobieren. Und beide Fragen führen zu wilden Diskussionen zwischen Krankenkassen und Patienten. Nirgendwo ist vernünftig definiert, was ist eine schwerwiegende Erkrankung. Das steht in keinem Gesetz, in keiner Verordnung und man kann da nur rumrätseln. Habe ich jetzt schwere Schlafstörungen oder leichte Schlafstörungen? Ist starkes ADHS eine schwerwiegende Erkrankung? Lauter solche Fragen stellen sich dann da zwischen Krankenkassen und Patienten und die Krankenkassen wollen natürlich wenig Geld ausgeben und sind da sehr restriktiv. Im Moment haben wir eine Erstattungsquote bei den Krankenkassen von gut 60% ungefähr. Das ist nicht schlecht. Immer noch ein Traum für manche von euch, die aus Ländern kommen, wo es gar keine Krankenkassenerstattung gibt. Aber von einer Regelversorgung kann nicht die Rede sein. Das sind immer noch 40% der Patienten, die so einen Antrag stellen, die keine Erstattung von den Krankenkassen bekommen. Oder eben sich das erst vor Gericht erkämpfen müssen. Wir haben viele Leute, die tatsächlich vor einem Richter landen und mit ihrer Krankenkasse darüber diskutieren, ob sie jetzt nur Erstattung bekommen oder nicht. Diese Probleme werden auch über Medien bekannt gemacht. Das ganze Thema ist sehr weit verbreitet in deutschen Medien. Die gucken genau hin, die machen Fallbeispiele über Patienten und deren Probleme. Und es ist allgemein bekannt, dass es nicht einfach ist, diese Erstattung von den Krankenkassen zu bekommen. Und auch das wiederum schreckt Ärzte ab, schreckt auch Patienten ab, das überhaupt mal zu versuchen. Die Verschreibung auf Privatrezept ohne Erstattung durch die Krankenkassen ist viel einfacher. Da muss man keine schwerwiegende Erkrankung haben, man muss nicht austherapiert sein. Wer sich das leisten kann, kann sich für leichte Schlafstörungen Cannabis verschreiben lassen. Das geht nicht ins Arzneimittelbudget des Arztes, ist für den Arzt kein Problem. Und man kann es dann einfach in der Apotheke kaufen. Anderen wird natürlich dann diese Medizin komplett verweigert. Das heißt, wir steuern da auf eine Zweiklassenmedizin zu. Die, die nicht diese klassischen Kriterien erfüllen für die Erstattung durch die Krankenkasse, können es bezahlen oder sie können es eben nicht bezahlen. Und die, die nicht genug Geld haben, gucken dann in die Röhre, haben keine Chance, an Cannabis ranzukommen. Das Problem wird verstärkt durch hohe Apothekenpreise, die wir in Deutschland haben. Die Bundesregierung hat zur Gesetzesänderung signalisiert, dass nicht mit Preiserhöhungen zu rechnen ist. Aber trotzdem greift die Apothekenpreisverordnung, ich hoffe, die Übersetzer kommen mit dem Wort klar, seit Cannabis ein normal verschreibbares Gesetz ist, ist es eben nach dieser Apothekenpreisverordnung in bestimmte Preiskategorien einsortiert, entweder als Arzneistoff, wenn es unverarbeitet abgegeben wird, oder als Rezepturarzneimittel, wenn es gemahlen und portioniert wird in der Apotheke. Und das führt zu enormen Preisen, deutlich über 20 Euro pro Gramm. Und das ist dreimal so viel ungefähr, wie genau die gleiche Ware in der niederländischen Apotheke kostet. Ein Unding, eine Wahnsinnspreistreiberei in Deutschland. Und auch das führt natürlich zu Widerständen. Weniger Selbstzahler können sich die Medikamente leisten. Die Krankenkassen gehen auf die Barrikaden und wollen die Blüten nicht bezahlen. Und die Ärzte machen sich Sorgen um ihr Praxisbudget. Also die Politik muss hier unbedingt handeln. Wir wissen nicht genau, wie die neue Bundesregierung sich hier jetzt bei den Problemen des Gesetzes aufstellen wird. Aber zumindest beim Preis wäre es dringend geboten, dass das anders gehandhabt wird. Die Dosen einfach, wie sie kommen, weitergegeben werden, wie ein Fertigarzneimittel. Das würde den Preis erheblich senken. Ein weiteres Problem sind die Versorgungsengpässe, die wir auf dem Markt haben. Die hatten wir schon vor dem neuen Gesetz. Auch da gab es ja schon Leute, die mit Ausnahmegenehmigungen Cannabisblüten erhalten haben. Auch da haben wir schon Versorgungsengpässe gehabt. Jetzt haben wir sie immer noch und immer mehr. Und der Markt kriegt es nicht geregelt sozusagen, die Patienten tatsächlich mit Blüten zu versorgen. Wir kriegen immer wieder Meldungen von Patienten, die monatelang auf ihre Sorte warten müssen.
Und die müssen auf eine ganz spezielle Sorte warten. Das ist vielleicht für die US-Kollegen hier im Raum auch nochmal interessant. Die Patienten in Deutschland bekommen nicht einfach ein Rezept für Cannabis, gehen dann in so eine schöne Dispensary mit 100 Sorten, lassen sich da beraten, welches ist denn jetzt die beste für mich und kriegen die dann. Sondern sie kriegen eine spezielle Sorte verschrieben, müssen in die Apotheke gehen und fragen, ob diese Sorte verfügbar ist. Wenn die Sorte nicht da ist, kriegen sie die nicht. Da müssen sie entweder monatelang warten oder zurückgehen zum Arzt und sich eine andere Sorte verschreiben lassen und hoffen, dass die dann in der Apotheke vorhanden ist. Damit ist natürlich eine vernünftige Therapie mit einer Einstellung eines Patienten auf eine bestimmte Sorte fast unmöglich. Und das führt dazu, dass die Ärzte eben lieber Fertigarzneimittel auf Cannabisbasis verschreiben, weil die sind immer verfügbar. An der Stelle sei auch erwähnt, dass das deutsche Medizingesetz keinen Eigenanbau durch die Patienten zulässt. Das wäre natürlich auch für den Versorgungsengpass eine gute Sache. In Kanada ist es möglich, in vielen US-Staaten ist möglich. Wir halten es für falsch, dass das verboten ist in Deutschland. Die Patienten sollten selbst entscheiden können, ob sie Cannabis selbst anbauen wollen oder können oder ob sie lieber auf pharmazeutische Produktion in der Apotheke zurückgreifen wollen. Am Ende reden wir über eine Pflanze und ich hoffe, wir sind uns alle einig, eine Pflanze gehört nicht verboten, auch nicht, wenn sie durch Privatleute angebaut wird. Das Lizenzverfahren ist mein nächstes Thema, für viele hier besonders spannend und gerade besonders aktuell zur ICBC. Das wäre nämlich auch Teil der Lösung der Versorgungsengpässe auf dem deutschen Markt, dass wir eine eigene deutsche Produktion hier aufbauen von medizinischen Hanfblüten. Und das war ja auch so geplant. Der Plan der Bundesregierung war sogar ursprünglich, den kompletten deutschen Bedarf durch deutsche Produktion zu decken. Und dafür wurde im April letztes Jahr, ganz kurz vor der ICBC, ein, zwei Tage vor der ICBC, wurden die Bedingungen für diese Lizenzvergabe bekannt gegeben, war also hier ein Riesenthema letztes Jahr. Die Produktion sollte 2019 beginnen, da sollte die erste Ernte da sein. Und ab 2021 sollten pro Jahr 2 Tonnen Cannabis produziert werden. Eine lächerlich geringe Menge angesichts der zu erwartenden Patientenzahlen. Wir sehen jetzt schon, dass der Bedarf im Prinzip schon erreicht ist, den die Bundesregierung für 2021 prognostiziert hat. Aber das wesentliche Problem bei diesem Ausschreibungsverfahren, was hier viel diskutiert wurde, deutsche Unternehmen für sich allein genommen, waren im Prinzip grundsätzlich von diesem Verfahren ausgeschlossen, weil es Voraussetzung war, dass man Erfahrung im Anbau von medizinischem Cannabis hat als Unternehmen. Und das können deutsche Unternehmen natürlich nicht gehabt haben, weil die Produktion von Cannabis in Deutschland vorher verboten war. Das heißt, die deutschen Unternehmen, die da mitmachen wollten, die mussten sich so schnell wie möglich einen internationalen Partner suchen aus den Niederlanden, Kanada, Israel, die diese Erfahrungen mitbringen und sich dann gemeinsam am Verfahren beteiligen. Grundsätzlich haben wir auch nichts gegen solche Kooperationen. Internationale Unternehmen aus Kanada und Co. bringen viel Know-how mit und Kapital, so you're welcome, no problem, nice to have you here. Aber der Zwang zur Kooperation für deutsche Unternehmen, der geht uns zu weit. Wir denken, dass auch ohne jahrelange Erfahrung viele deutsche Unternehmen in der Lage gewesen wären oder sind, solche Produktionen aufzubauen. Immerhin ist es ja bei den Firmen in Kanada und Niederlanden auch so. Die haben auch erst vor ein paar Jahren angefangen anzubauen. Die waren vorher Tomatenzüchter und haben es geschafft, in kurzer Zeit eine vernünftige pharmazeutische Produktion aufzubauen. Warum sollte das also ein deutsches Unternehmen nicht auch hinbekommen? Spielt aber jetzt alles keine Rolle mehr. Das Lizenzverfahren für Deutschland ist gestoppt, komplett in die Tonne geschmissen worden von einem Urteil des Oberlandesgerichtes Düsseldorf. Vorletzte Woche haben 4 Firmen geklagt gegen die Ausschreibungsbedingungen, die die deutschen Behörden da aufgestellt haben. Und eine dieser Firmen hat gewonnen, weil eine Frist zu kurz war. Eine Bekanntgabefrist bis zur Abgabe, also bürokratischer Kleinscheiß sozusagen, hat jetzt dazu geführt, dass dieses Lizenzverfahren komplett gestoppt wurde. Es wird keine Ernte geben dieses Jahr. Vermutlich wird auch keine Lizenz vergeben dieses Jahr. Und die erste Ernte 2019 ist so gut wie sicher nicht erreichbar.
Das BfArM, also das Bundesinstitut für Arzneimittel, das dafür zuständig ist für dieses Ausschreibungsverfahren, muss jetzt komplett von vorne anfangen. Und für uns stellt sich natürlich jetzt die Frage, ändern die nur diese bürokratischen Details, machen die nur die Timeline ein bisschen länger, die Abgabefristen, um dem Gerichtsurteil gerecht zu werden, weil das Gericht hat sich gar nicht mit der Frage befasst, ist die Diskriminierung deutscher Unternehmen rechtens in dem Ausschreibungsverfahren, sondern nur mit bürokratischen Details der Ausschreibung. Und das macht uns Sorgen, es könnte sein, dass die Bundesregierung jetzt genau das Gleiche wieder macht mit der Diskriminierung deutscher Firmen und dann hat wirklich niemand von dieser Verzögerung profitiert, außer Importeure und Produzenten im Ausland. Jetzt komme ich zu einigen wirtschaftlichen Daten und Entwicklungen. Alle interessiert natürlich, wie viele Patienten gibt es denn jetzt? Welche Mengen wurden abgesetzt in Deutschland? Und da muss ich mal erstmal vorweg sagen, es gibt dazu keine vernünftigen Statistiken in Deutschland. Wir sind zwar super bürokratisch in Deutschland und können viele Prozesse verhindern und verlangsamen, aber einen vernünftigen Überblick, was auf dem Markt passiert, haben wir dann doch nicht. Ist nicht so, dass die Regierung sagt, ja, wir haben 25.375 Patienten und letztes Jahr wurden so und so viel Kilo Cannabis verkauft. Wir können da nur auf bestimmte Hinweise gucken, die zusammentragen und schauen, dass wir ungefähr einen Überblick kriegen, was eigentlich los ist hier auf dem Markt. Ich gucke aber noch mal kurz zurück. Schon vor dem Gesetz, wie gesagt, gab es viele Patienten, die Hanfblüten per Ausnahmegenehmigung erhalten haben. Aber auch die Verschreibung von Sativex und Dronabinol war schon vor dem Gesetz möglich. Und die war wesentlich einfacher zu handhaben als die Verschreibung von Blüten. Um Blüten zu verschreiben, brauchte der Patient diese Ausnahmegenehmigung von der Regierung. Dronabinol und Sativex konnte der Arzt einfach auf Betäubungsmittelrezept verschreiben. Es gab 1000 Patienten, die vor der Gesetzesänderung Blüten erhalten haben. Aber es gab ungefähr 5.000, vielleicht 6.000, die Dronabinol und Sativex und andere Dinge erhalten haben. Also von der Öffentlichkeit wenig beachtet. Die Öffentlichkeit hat immer nur über die Blüten berichtet, die Medien und so weiter. Aber diese Arzneimittel waren wesentlich weiter verbreitet als Blüten. Und das ist ein entscheidendes Thema für die weitere Entwicklung dieses Marktes hier, auch nach der Gesetzesänderung. Im Schatten der Blüten hat sich auch der Absatz dieser Medikamente rasant weiterentwickelt, und die drohen den Blüten das Rennen, das Wasser abzugraben. Jetzt aber erstmal zu den aktuellen Zahlen der Patienten, die Cannabis erhalten. Früher wurden die genau gezählt mit der Ausnahmegenehmigung. Das BfArM konnte genau sagen, die kannten jeden einzelnen Patienten und konnten sagen, zur Gesetzesänderung waren genau 1064 Patienten mit Cannabisblüten versorgt. Bei Dronabinol und Sativex war das nicht so. Da gab es diese Ausnahmegenehmigung nicht und da hat niemand die Patienten gezählt. Da könnte man nur auf die Absatzmengen gucken, wie viel wird denn davon verkauft und wie viele Leute mögen das wohl ungefähr sein, die das bekommen. Und dabei kommen dann eben diese 5.000 bis 6.000 ungefähr raus, die man da nur schätzen kann. Jetzt werden auch die Blütenpatienten nicht mehr gezählt. Kein Mensch weiß, wie viele Patienten in Deutschland eigentlich Blüten erhalten. Da kann man auch nur auf Hinweise ausweichen. Man kann auch nicht mal genau sagen, wie viele Rezepte eigentlich ausgeschrieben wurden für Blüten. Da gibt es ein paar Zahlen von den gesetzlichen Krankenkassen, aber es gibt keine Zahlen von den privaten Krankenkassen und es gibt keine Zahlen, wie viele Rezepte an Selbstzahler ausgestellt wurden. Aber die Daten der Krankenkassen geben einige Hinweise. Die drei größten deutschen Krankenkassen, die haben einen Marktanteil von 50%. Die haben 16.000 Anträge bisher bekommen auf Erstattung von Hanfblüten. 10.000 davon haben sie genehmigt. Bei 50% Marktanteil, wenn die anderen sich ähnlich verhalten mit der Erstattungsquote, dann können wir davon ausgehen, insgesamt 20.000 Leute in Deutschland bekommen Cannabis erstattet von der Krankenkasse. Das ist so erstmal eine solide Grundzahl, die man wohl relativ genau angeben kann. Wir haben die 20.000 überschritten und die bekommen auch die Erstattung von den Krankenkassen. Dazu kommen die Versicherten der privaten Krankenkassen. Dazu liegen keinerlei Zahlen vor. Die Selbstzahler kommen dazu. Und diejenigen, deren Anträge bei den gesetzlichen Krankenkassen abgelehnt wurden. Also allein bei den gesetzlichen sind das 8.000 Leute, wo die Krankenkassen keine Erstattung geben. Und kein Mensch weiß, wie viele von denen gehen jetzt in die Apotheke und bezahlen ihr Gras selbst.
Und wie viele nehmen dann lieber andere Medikamente? Und es gibt eben auch Selbstzahler, die gar nicht erst versuchen, die Erstattung von der Krankenkasse zu bekommen, weil sie es sich einfach leisten können, weil sie keine Lust haben auf den Stress mit den Krankenkassen oder weil sie wissen, meine Erkrankung ist sowieso nicht schwerwiegend genug, ich habe gar keine Chance auf eine Erstattung der Krankenkassen. Das ist ein kompletter Graubereich, kein Mensch weiß, wie groß diese Gruppe ist, die da quasi völlig unter dem Radar mit Cannabis versorgt wird. Unter dem Strich kann ich aufgrund dieser Informationen nur sagen, jetzt muss ich mal den Spannungsbogen umblättern, die Zahl von 20.000 Patienten ist definitiv überschritten. Gut möglich, dass es insgesamt mehr als 30.000 sind. Das ist aber schwer einzuschätzen. Vor der Gesetzesänderung waren es für Blüten und andere Arzneimittel zusammen ungefähr 6.000 Patienten. Jetzt, sagen wir mal, wir haben 30.000, ist das eine Steigerung der Patientenzahl um 500% im letzten Jahr seit der Gesetzesänderung. Stellt sich natürlich jetzt die Frage, was bekommen diese Patienten? Blüten, Dronabinol, Sativex, Cannamis? Wie verteilt sich der Markt auf diese Produkte und in welchen Mengen werden die abgesetzt? Und auch hier ist die Datenlage dünn. Auch hier können wir nur auf bestimmte Hinweise schauen, auf Importgenehmigungen zum Beispiel, was ein sehr unscharfes Instrument ist, um den Markt einzuschätzen, trotzdem interessante Zahlen. Vor der Gesetzesänderung mit den Ausnahmegenehmigungen hatten wir ja auch schon ein bisschen Absatz. Da hatten wir 2008 zum Beispiel Einfuhrgenehmigungen von 10 Kilo Cannabis. Bis 2016 ist das auf 625 Kilo gestiegen und 2017 wurden insgesamt Importe von über 11 Tonnen genehmigt. Eine Steigerung von fast 2000% bei den Blüten alleine in 2017. Im ersten Jahr Cannabis-Medizingesetz, also nicht aufs Kalenderjahr gesehen, sondern von März 2017 bis März 2018, haben wir Einfuhrgenehmigungen von 16,4 Tonnen Cannabis. Große Teile davon wurden Ende 2017 beantragt und genehmigt. Diese Mengen sind noch gar nicht auf dem deutschen Markt angekommen. Sonst hätten wir keine Versorgungsengpässe. Und niemand weiß, ob diese Mengen tatsächlich importiert werden. Deswegen ist das kein gutes Instrument, um zu sagen, okay, so und so viel Cannabis wurde in Deutschland verkauft. Aber die Bundesregierung hat die Einfuhr dieser doch großen Mengen immerhin genehmigt. Ich erinnere nochmal daran, dass die Bundesregierung ausgeschrieben hat, für die Produktion in Deutschland zur kompletten Versorgung der deutschen Patienten 2 Tonnen Cannabis ab 2021. Und jetzt haben sie für letztes Jahr schon 10 Tonnen Einfuhr genehmigt. Also irgendwas stimmt da nicht. Ich bin sehr gespannt, wie viel mehr die jetzt beim neuen Anlauf für die Produktion ausschreiben werden. Ich hoffe nicht wieder 2 lächerliche Tonnen. Diese Werte mit den Einfuhrgenehmigungen sind leider sehr theoretisch. Bisher sind keine Zahlen dazu bekannt, wie viel tatsächlich verkauft wurde. Aber es gibt Informationen dafür, welche Produkte konkret von den gesetzlichen Krankenversicherungen abgerechnet wurden. Die Krankenkassen haben da Daten veröffentlicht und als großer neuer Player haben die Blüten natürlich traumhafte Wachstumsraten. Das ging schon steil nach oben. Aber die anderen Fertigarzneimittel, Dronabinol, profitieren auch massiv und die kommen von einem höheren Ausgangssockel. Wie gesagt, zur Gesetzesänderung waren die 5- oder 6-mal stärker vertreten als die Blüten. Und ganz konkret, im Oktober 2017, also nach ungefähr einem halben Jahr Medizingesetz, sind 51% der Abrechnungen bei der gesetzlichen Krankenkasse auf Sativex und Cannamis entfallen. Und dazu kommt eine große Portion Dronabinol. Wie viel Dronabinol genau, ist schwer zu sagen, weil Dronabinol und gemahlene und portionierte Hanfblüten werden beide in der Kategorie cannabishaltige Zubereitungen zusammengefasst oder Rezepturarzneimittel. Deswegen kann man in den Statistiken nicht sehen, sind das jetzt in der Apotheke abgepackte Blüten oder ist es Dronabinol. Ganz klar ist aber, Blüten haben vielleicht ein Drittel ausgemacht, vielleicht ein bisschen mehr, aber weit weniger als die Hälfte der von den Krankenkassen abgerechneten Rezepte. Das ist eine wichtige Information hier für euch. Und Bionorica, die in Deutschland im Wesentlichen den Dronabinolmarkt in der Hand hat, die haben ihren Absatz 2017 fast verdreifacht.
mit Dronabinol, also pures THC, ohne die anderen Cannabinoide. Also auf Kassenrezept dominieren nicht die Blüten den Markt. Bei den Selbstzahlern ist es wahrscheinlich etwas anders. Die gucken mehr auf den Preis, die müssen selbst bezahlen. Die haben zum Teil selbst auch mehr Erfahrung mit Blüten. Trotzdem kann man sicherlich davon ausgehen, dass insgesamt die Blüten weniger als die Hälfte auf dem deutschen Markt ausmachen. Und es sollte allen hier bewusst sein, es gibt starke Player, die den deutschen Markt weg von den Blüten hin zu fertigen Arzneimitteln, hin zu Dronabinol drücken wollen. Entsprechende Signale kommen von den Ärztekammern zum Beispiel. Die wollen standardisierte Medikamente. Die wollen nicht 20 Sorten mit zig verschiedenen Wirkstoffgehalten und auch noch schwankenden Wirkstoffgehalten bei einem Naturprodukt. Die wollen einfach Pillen, Pulver, Tropfen. Die Krankenkassen drängen auch in diese Richtung. Die argumentieren sehr merkwürdig mit falschen Zahlen und sagen, die Blüten sind teurer als die Fertigarzneimittel, indem sie jeweils die verschreibbaren Höchstmengen vergleichen. Und es ist, der Gesetzgeber hat das pragmatisch geregelt und hat eine höhere Verschreibungsmenge bei Blüten zugelassen als bei Dronabinol. Und diese Höchstmenge ist natürlich teurer bei den Blüten, aber ein vergleichbarer THC-Wert, da sind die Blüten natürlich billiger. Die Krankenkassen operieren da mit sehr merkwürdigen Zahlen und drängen die Ärzte und Patienten dazu, keine Blüten zu verschreiben und sich verschreiben zu lassen. Und die Firma Bionorica macht massiv PR gegen Blüten. In den Medien, überall sagen sie, nein, das Naturprodukt zu schwankend, wir brauchen standardisierte Arzneimittel. Und sie promoten das mit eigenen Ärztefortbildungsveranstaltungen, wo sie die Ärzte auf Cannabis als Medizin einstimmen und sicherlich auch mit der Marschrichtung keine Blüten. Das heißt, gerade bei der Ärztefortbildung hat die Blütenfraktion hier unter euch massiven Nachholbedarf. Ihr müsst an die Ärzte ran, wir müssen an die Ärzte ran. Vielleicht können wir auch mit dem Hanfverband und euch zusammen ein Konzept erstellen für diese Ärztefortbildung. Aus unserem jetzigen Budget können wir das alleine nicht wuppen. Ihr wisst, das ist teuer. Bionorica investiert gegen Blüten. Lasst uns dagegen halten. Andere Produkte sind natürlich nicht per se ein Problem. Ich habe auch gar nichts gegen Dronabinol. Es mag Patienten geben, die damit glücklich werden, genauso wie mit Extrakten und so weiter. Und in den USA sinkt ja auch der Marktanteil der Blüten. Zugunsten von Edibles, zugunsten von Extrakten, zugunsten von Konzentraten. Hier in Deutschland droht der Blütenanteil aber zu sinken zugunsten von Pharmaprodukten auf Cannabisbasis. Wer profitiert also nach einem Jahr Cannabismedizingesetz in Deutschland? Einerseits klar, die Apotheker. Die machen einen guten Schnitt, die Importeure und Großhändler und natürlich die Produzenten in Kanada, in Niederlanden, die im Prinzip komplett den deutschen Markt mit Blüten versorgen. Mehrere junge Startups, die wir hier hatten, die den Cannabis-Import geregelt haben, die schießen gerade wie Pilze aus dem Boden hier. Es gibt immer mehr Importeure und einige von denen sind auch schon verkauft worden zu einem guten Preis. Die haben also nach einem Jahr operativem Geschäft schon eine schöne Geschichte geschrieben. Ja? So ein Jahr arbeiten, eine Million auf dem Konto, das macht Spaß. Außerdem gibt es nicht viel zu sagen, wer noch profitiert im Moment. Der eigene Anbau in Deutschland kommt nicht in die Gänge. Diejenigen, die sich da beworben haben für den eigenen Anbau, die haben viel investiert, die haben Zeit investiert, Geld investiert, Energie. Keiner hat jetzt eine Lizenz nach einem Jahr, kein einziger. Niemand baut an in Deutschland und alles steht still. Und die nächste Runde beginnt demnächst. Ich hoffe, dass das bald sich ändert, dass wir auch Hanfpflanzen in Deutschland sehen. Das hat nicht nur einen wirtschaftlichen Wert und einen Wert für die Versorgungssicherheit, sondern auch einen hohen symbolischen Wert. Wenn wir mal Fernsehkameras in einen deutschen Produktionsraum schicken können, hier alles schön sauber, nette Pflanzen und so, ihr wisst schon, wie das wirkt, das will ich auch in Deutschland sehen. Aber bis jetzt profitiert davon eben keiner. Einige Ärzte profitieren, die sich auf Cannabis spezialisiert haben. Wie gesagt, Ärzte sind Mangelware, die Cannabis verschreiben und wer sich darauf spezialisiert und sagt, ja, ich bin bereit, Cannabis zu verschreiben, der hat automatisch die Praxis voll,
Da gibt es ein paar nette Beispiele, obwohl ich glaube, ich gar nicht glaube, dass die das jetzt nur aus wirtschaftlichen Gründen machen. Das sind dann eher die Herzblutärzte, aber so oder so, die profitieren. Andere wirtschaftliche Aktivitäten, die sich irgendwie um diesen Markt drumherum bewegen, befinden sich eher in Wartestellung jetzt oder in der Investitionsphase. Darunter befinden sich Unternehmen aus den Bereichen Forschung, Medien, Software, Investoren, Immobilienhändler oder Besitzer, die gerne in ihrer Immobilie Hanfanbau sehen würden. Da gibt es ganz viel Interesse, aber es kommen wenige zum Zug bisher. Interessant sind auch Planungen einiger Firmen und einiger Leute, spezielle Ärztezentren aufzubauen, wo also mehrere Ärzte in einem größeren Ärztehaus sich nur auf Cannabis spezialisieren und sagen, kommt alle zu uns da draußen, Potenzial gibt es genug. Da werden wir, glaube ich, auch in den nächsten Monaten schon die ersten Ansätze in Aktion sehen. Ja, soweit erstmal mein Überblick über ein Jahr Cannabis-Medizingesetz. Hat jemand Fragen? Oder habe ich euch jetzt komplett erschlagen? Ja, also wer Fragen hat, bitte. Ich komme da mal mit dem Mikrofon hin. Das mag ein absoluter Nebenaspekt sein, aber es mag mir doch schon helfen, zumindest Cannabis in den Vertrieb zu bekommen. Wie sieht das aus mit tiermedizinischen Anwendungen und Cannabis? Also es gibt zwei Gruppen von Ärzten, die kein Cannabis verschreiben dürfen. Und darunter sind Micha, Zahnärzte und Tierärzte, das waren noch die beiden, die nicht dürfen. Ne? Also das ist leider im Moment ausgeschlossen, offiziell sozusagen über Tierärzte Cannabis als Medizin zu verschreiben. Und Zahnärzte nicht, warum auch immer, keine Ahnung. Könnte ein Thema sein, ja, ist wie viele so kleine Randthemen, kann man sich mal anschauen. Ich weiß, in den USA ist das ein Riesenthema sozusagen, aber wir müssen hier auch sehr vorsichtig agieren, dass wir nicht Widerstände wecken. Dass wir nicht sagen, jetzt wollen hier die Kiffer schon ihre Hunde irgendwie breit machen oder so. Da müsste man schon wirklich gute Fallbeispiele haben, nur dann funktioniert das, wenn jemand sagt, ja, ich habe meinen Hund schon damit behandelt und dem geht es jetzt viel besser als vorher und so. Und dann kann man damit vielleicht auch mal einen netten Presseartikel machen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt so das Durchbruchthema wird, dass wir im Prinzip Cannabis als Medizin damit voranbringen, dass wir alle unsere Hunde heilen damit. Weitere Fragen? Yeah, hi. I'd like to ask if there's legal limitations for import of flowers to Germany, or it's just the commercial limitations, the prices of the pharmaceutical companies, or the legal limitations. Does the government limit you on the amounts and volumes that you can import of flowers? My impression is that this is not really the fault of the government. They do approve approvals to import when an importer company asks for importing also bigger amounts, they say, well, go for it. As I said, more than 11 tons have been approved by the government last year. So this is more a problem of the importers and the producers. They have also to do other paperwork. The Canadians, I know, for some companies it was it took a lot of time for the first time to get an export license from Canada. After the first time it went faster, I think, but they just didn't have the amount Germany was ordering. So that was more the problem than the German government at that point. Excellent talk, thanks, very informative, just like last year. Just a question, we're from Canada, and one of the ways that we got over a lot of the challenges we had was through education. Maybe you can comment on some of the things that is going on in Germany right now to educate some of the healthcare professionals and your thoughts on if that can help like it did in Canada. Yes. As I said, that is a very important thing. The doctors' associations do a little bit on it. We have associations federally and in the regions, and they organize usually educating doctors.
and they also do something about cannabis and help a little bit. In one region more, in other regions less. And then our partner organization, ACM, which is internationally, you probably know it, Franjo Gotenherm is here today also. He did some doctor's education also, in a good manner, I think, but not in a mass process like reaching thousands of doctors or so. It was more for the first ones and the most interested. And now we see Bionorica getting into the field, making a roar of doctor's education dates and promoting dronabinol, pure THC. So that's what I said. We must get into this. We just have to see, will it do every company on its own to promote maybe your brand or what? Very difficult for you. Or can we put energy together and educate the doctors via the association? It is also possible, but costs money. And due to the restrictions that are being obviously placed on people getting the cannabis, is there much of a grassroots movement of people growing it and supplying it to medical patients? And if that is happening, what line are the police taking when it's obviously for a medical patient? Well, we don't have big caregiver system in that sense. You saw it in the States before they legalized, or where it's still possible to legally care for other patients and grow for them. We have people who give something to others, but that's not organized, that's not public, and it's close to the usual illegal market. It's usually not like, oh, I grow just for three patients. It's a usual grower, maybe giving something to patients, or they just buy on the black market. A bigger issue for sure is when patients grow their own and then have a process and a case and so on. And the judges are a little bit mild with them, but usually they don't get out of it without any penalty. Hi. Wir haben viele Zahlen heute gehört, ziemliche Zahlen zu CBD. Nein. Zu CBD kann ich nur sagen, CBD als Rohsubstanz ist kein Problem auf dem deutschen Markt, solange keine heilende oder lindernde Wirkung versprochen wird und nicht in Blütenform abgegeben wird. Also CBD-Massageöl, andere Kosmetikprodukte und so weiter sind kein Problem, als Nahrungsergänzungsmittel kein Problem, kann überall verkauft werden. Wenn es heilende oder lindernde Wirkung verspricht, dann gehört es in die Apotheke, ist auch richtig so. Es ist also auch verschreibbar, also ein Doktor kann auch CBD-Produkte verschreiben. Schwierig wird es bei den Blüten, was wir in der Schweiz gerade sehen, dieser riesige Boom an CBD-Marihuana. Der wird in Deutschland so wahrscheinlich nicht kommen. Es gibt zwar einzelne deutsche Händler, die das machen. Es gibt aber auch schon einzelne deutsche Händler, die dafür verurteilt wurden. Und die deutschen Behörden sind der Auffassung, dass also Industriehanf, der halt hohe CBD-Werte hat, nicht als Pflanze oder als Blüte in Privathände gelangen darf, sondern zwar in Deutschland angebaut werden darf, aber nur zu wirtschaftlichen Zwecken genutzt werden darf, also B2B quasi. Die Ernte darf an Industrie verkauft werden, um Dämmung herzustellen oder die Samen für Hanföl und so weiter, Hutablage im Auto, alles kein Problem. Aber eine Blüte in der Hand eines Privatmenschen, das wollen die deutschen Behörden nicht und das unterbinden sie auch. Weitere Fragen? Hallo, ich habe noch eine Frage zum Import von medizinischem Cannabis aus Kanada. Und zwar bin ich auf eine Pressemeldung auf Ihrer Homepage gestoßen, ich glaube von der Münchner Ortsgruppe. Da stand, dass Deutschland kein medizinisches Cannabis aus Ländern importieren kann, die Cannabis legal zu Genusszwecken freigegeben haben. Das ist ja meines Wissens in Kanada geplant. Dann wäre es ja dann am 1. Juli recht knapp. Ist dem so?
diese Regelung, auf welcher gerechtlichen Grundlage beruht das? Und wäre es dann nicht auch notwendig, sich um alternative Einfuhrländer wie Israel, Australien oder Tschechoslowakei zu kümmern? Also wenn man sich den Versorgungsengpass anguckt, den wir haben, ist es sowieso notwendig, immer auch nach anderen Importländern zu schauen. Israel hat sich ja gerade erstmal selbst aus dem Spiel genommen, kommt aber hoffentlich bald wieder. Und es gibt jede Menge andere Länder, die im Prinzip jetzt kurz davor sind, Exporte anzubieten. Aber tatsächlich, das wird diskutiert hier, ob Kanada möglicherweise als Importland ausfällt, weil die sich mit der Legalisierung dann quasi nicht mehr an die internationalen Drogenverträge halten. Glücklicherweise, ja, ich feiere das, wenn Kanada legalisiert, aber tatsächlich für den Export kann das schwierig werden. Deutschland hat von Anfang an gesagt, Importe nur aus Ländern, die sich an die internationalen Verträge halten, was auch bedeutet, dass das Land eine Cannabis-Agentur haben muss, wenn medizinisches Cannabis angebaut wird. Das steht auch in den internationalen Verträgen. Und deswegen ist beim Lizenzverfahren in Deutschland, wo die Erfahrung mit dem Anbau von medizinischem Cannabis vorausgesetzt wurde, auch nur Erfahrung in solchen Ländern akzeptiert worden, die eine Cannabis-Agentur haben. Deswegen waren auch amerikanische Firmen, die massenhaft Erfahrung mit dem Anbau von Medical Marijuana haben, nicht zugelassen, weil die USA keine Cannabis-Agentur haben und das damit nicht den internationalen Regeln entspricht. Es gab einen CDU-Politiker hier in Deutschland, der hat es so gesagt, in Richtung Uruguay eigentlich. Als dann die Frage war, könnten wir vielleicht demnächst auch aus Uruguay importieren, hat er gesagt, nein, die haben ja die volle Legalisierung, das geht nicht. Die verstoßen gegen die Verträge. Und er ist jetzt auch mehrfach schon gefragt worden auf irgendwelchen Plattformen, ja Junge, ist dir eigentlich bewusst, dass Kanada auch jetzt demnächst dagegen verstößt? Was machst du denn dann? Aber wir haben bis jetzt noch keine endgültige Antwort. Wir sind gerade dabei, das beim BfArM anzufragen, was die sich denn jetzt so denken. Ob die meinen, das wäre okay, wenn Cannabis demnächst als Lieferant ausfällt. Die Regierung würde es wahrscheinlich formal erstmal so sehen, aber denen ist natürlich auch klar, dass dann hier der Markt komplett zusammenbricht. Wir wissen noch nicht, wie es aussieht, aber ich hoffe, wir werden das sehr bald wissen, wie die Regierung dazu steht. Und dann erfahrt ihr beim Hanfverband, wie es aussieht. Ist normal nicht meine Art, Georg, aber ich muss mich da kurz einmischen, weil ich habe die Antwort vom BfArM heute gekriegt. Ja. Ja, also normalerweise moderiere ich jetzt nur, mische mich da nicht ein. Das BfArM geht davon aus, dass Kanada weiterhin, also dass Kanada die Singapur-Klärung und wird weiterhin importiert. Die Antwort habe ich gestern vom BfArM gekriegt von der Pressestelle. Ja, cool. Danke, Micha. Mal wieder hochaktuelle Informationen auf der ICBC. Niemand wusste es bisher, Kanada darf weiter exportieren. Hurra! Weitere Fragen? Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit habe ich noch? Wahrscheinlich bald vorbei hier mit mir. Vielleicht noch eine Frage. Good morning. Thank you for the interesting presentation. My question is about the number of tons Germany allowed to produce or will allow to produce, and then how many were in last year. I just want to know how do you measure that? This is about the number of the quantity of flowers, measured in flowers, or in powder, or in autumn, for instance. I mean, how is the number of tomes measured? Thank you. Tomes. What's tomes? Ach so, tons, okay. When they said who wants to produce 2 tons per year for the German market, I think they were thinking about just giving out the flowers, not to produce extracts out of it and so on. As we see, for that amount, we have the demand just for the flowers. What might be possible? That other companies, like Bionorica producing THC, dronabinol, that they get a permission to grow in Germany for other purposes than just giving out the flowers in the pharmacies. When they say, or another company, we want to make an extract, give us a growing license, that might be possible around this license process for the usual supply of blossoms, flowers to the pharmacies. So that might be a try. The government
wants to have extracts. They don't like the flowers. We were surprised that they did it last year. We liked it that they said also flowers are all right. Probably that was necessary by juridical reasons, but they don't want that. They are waiting for the market to change in another direction. They still want to fight the adult use, the non-medical use, and the guys running around with hemp flowers in their pockets. And at the moment, they can't divide them. Is it a legal hemp flower man or illegal hemp flower man? So they want to get rid of all the flowers and just have extracts. So try it, make extracts, ask them, would you give us a license to go there for? Okay, if there are no further questions, next one further question, I'll hurry up. We have another 5 minutes for the next panel, so I'd say that's the last question now. Guten Tag, Martin Becker von Interwald Public Affairs. Ich wollte gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, die Konkurrenz der pharmazeutischen Industrie zum Rest, also zu dem Pflanzenimporteuren und Produzenten. Besteht nicht aus Ihrer, so habe ich Ihren Vortrag oder Ihre Bemerkung verstanden, die Gefahr, dass in den nächsten 5 Jahren, wenn Pharmaunternehmen verstärkt einsteigen mit Pharmaprodukten, dass aufgrund der Sales Power über die Pharmareferenten, die ja die ganze einzeln besuchen, es sozusagen eine sehr viel höhere Geschwindigkeit gibt, Pharmaprodukte in den Markt zu bringen und damit auch sehr viel stärker pflanzliche Produkte, Blüten abzuspalten später auch und damit für die Politik den Punkt zu öffnen, zu sagen, wir brauchen keine pflanzlichen Produkte mehr, keine Blüten mehr. Und auch eine Legalisierung rückt damit in weite Ferne. Wie schätzen Sie das ein? Ich hoffe, das ist sogar als meine Hauptmessage hier rübergekommen, dass die Blüten in Gefahr stehen, verdrängt zu werden durch Pharmaprodukte. Das ist genau der Punkt. Und je mehr Firmen, die großen Pharmafirmen, die bis jetzt zurückhaltend waren und wegen diesem Drogenimage noch nicht eingestiegen sind, wenn die das tun, entwickeln die natürlich noch viel mehr Power als die eine Firma, die ich jetzt erwähnt habe. Die haben die Zugänge zu den Ärzten, die können sich da durchsetzen. Und vielleicht auch nochmal der kulturelle Unterschied des deutschen und des europäischen Arzneimittelmarktes. Das ist eine völlig andere Sache als das, was wir da in den USA sehen. Da ist es ja, wenn man sich die Dispensaries anguckt, eher so eine Art Healthy Lifestyle Sache, wo auch überhaupt, wo es das Leben gibt, wo es nur Cannabis zu verkaufen gibt. Das ist in Deutschland undenkbar im medizinischen Markt. Es müssen Apotheken sein und Apotheken müssen alle Standardmedikamente vorrätig haben und die dürfen BTM, also Betäubungsmittelmedikamente, noch nicht mal offen zeigen. Diese Sache mit den schönen Einmachgläsern im Regal ist in Deutschland gar nicht denkbar. Also Deutschland ist immer schon ein sehr pharmaorientiertes Land gewesen. In der ganzen Geschichte der Drogenpolitik in Deutschland hat sich das niedergeschlagen und die Gefahr droht auf jeden Fall, dass alle anderen Player hier rausgedrängt werden und dass Bayer und Co. Den ganzen Spaß irgendwann übernehmen. Gut, dann war das die letzte Frage. Dann mache ich jetzt vielleicht nochmal mein letztes Schlusswort. Will natürlich nochmal dazu aufrufen, Leute, es ist schön, wenn ihr alle für eure Firma arbeitet und die beste Firma sein wollt und am Ende des Race gewinnt, alles klar, der Beste möge gewinnen. Aber wir sehen hier auch, wir brauchen eine Lobby, wir brauchen eine Interessenvertretung. Das sind wir. Lasst uns das für euch machen. Lasst uns faire Bedingungen in Deutschland schaffen, zugunsten der Patienten, zugunsten der Konsumenten, aber auch zugunsten der Hanfwirtschaft. Gebt einen kleinen Teil eures Budgets von dem vielen Geld, das ihr bewegt, eine kleine Portion an uns, nutzt unsere Werbekanäle damit, nutzt unsere Consulting-Services, aber vor allen Dingen lasst uns gemeinsam eine Lobby für diese Branche stark machen, damit nicht das nächste Lizenzverfahren wieder Blödsinn wird, damit nicht die Big Pharmas gewinnen. Das ist mein letzter Appell. Sprecht uns an am DHV-Stand, wir sind da draußen, da können wir dann gerne auch Englisch sprechen. Ich wünsche euch noch eine erfolgreiche ICBC, neue Erkenntnisse, interessante Kontakte und viel Spaß.